Gratuliere, Margaret. Der Finanzplan des Kraftwerks ist unter Dach und Fach, wie ich höre. Die Chinesen müssen freie Sicht auf meinen Busen haben. In meinem Leben ist nichts dem Zufall überlassen. Und das? Ist das auch Zufall? Dauert nur 5 Minuten, eine kleine Unterschrift. Ja. Erkennst du mich wirklich nicht? Also da muss ein Irrtum vorliegen. Mein Name ist Margaret Flohr und da steht Marguerite. Ein Irrtum, verstehe. Da haben Sie Ihren Irrtum. Liebe ich, erstmal alles Gute zum Geburtstag. Der Brief soll dir helfen, dich an die Versprechen zu erinnern, die ich heute im Alter der Vernunft gemacht habe. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Was bist du geworden? Tierärztin für Wale? Prinzessin. Blöder geht's nicht. Wichtige Dinge im Leben. Die besten Papierflieger basteln. Im Pfützen springen. Eine Rolltreppe in Gegenrichtung hochlaufen. Ein Prinzen küssen. Ich verbiete Ihnen, mich weiterhin mit diesen Kinderbriefen zu belästigen. Ich will mich nicht an meine Kindheit erinnern. Aber deshalb hast du die Briefe doch geschrieben. Erzähl mir von deiner Kindheit. Warum? Ich will wissen, ob wir uns verändern. Was bedeutet Großwerden? Großwerden heißt vorankommen. Das Wichtigste auf der Welt ist, dass man die Menschen, die man liebt, nie vergisst. Heute haben Philibert und ich geheiratet. Ich hätte einen Jugendfreund. Hallo, hallo? Philibert. Du verrennst dich da. Liebe ich. Ich hoffe, du hast unsere Verabredung nicht vergessen. Du willst dich ändern, ich nicht. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Verbrenn die verdammten Briefe, vergiss sie einfach. Es ist nichts weiter als eine Kindheitsschwärmerei. Komm zurück! Ich habe mal diesen Satz von Oscar Wilde gelesen. Es ist wichtig, Träume zu haben, die groß genug sind, dass man sie nicht aus den Augen verliert, während man sie verfolgt.